Kreuzfahrt der Genüsse. Eine Gourmet-Safari zu Wasser und zu Land mit über 7 Häfen und Metropolen. Erste Station ist die Südküste Spaniens, genauer gesagt Malaga, die Perle Andalusiens. Wahrzeichen der Stadt ist die Stierkampfarena, wenngleich der Stierkampf selbst hier immer mehr an Bedeutung verliert. Ganz zu schweigen von der berühmtesten Person Malagas, dem Maler Pablo Picasso. Sein Denkmal am Plaza de la Merced zählt zu den beliebtesten Motiven der Stadt. Picasso wurde in Malaga geboren und verbrachte hier auch seine Jugendzeit. Doch auch später zog es ihn immer wieder in seine Heimatstadt. Ein Grund hierfür waren sicherlich die kulinarischen Versuchungen. Nur wenige Gehminuten von seinem Geburtshaus entfernt befindet sich auch sein Lieblingslokal, das bis heute zu den berühmtesten Bodegas in ganz Andalusien zählt, das El Pimpi. Nicht nur Picasso, auch viele andere prominente Künstler aus ganz Spanien schätzen das El Pimpi und verewigen sich an der Wand. Insbesondere der fantastische Schinken ist es, der Einheimische wie Touristen magisch anzieht. Seele des Hauses ist Paco. Um einen guten Schinken zu erhalten, benötigt man auch jemanden, der ihn gut schneidet. Hier schauen Sie sich diese Scheiben an. Ist das nicht herrlich? Einzigartig. In diesem Schinken befinden sich Kastanien. Er schmeckt auch richtig nach Kastanien. Einzigartig. Es gibt natürlich viele Schinkenarten, aber in diesem Fall essen die Schweine größtenteils nur Kastanien und Eicheln. Das gibt es nur einmal auf dieser Welt. Und er schmeckt wahrlich fantastisch. Ein unglaubliches Aroma, das zu einer Explosion am Gaumen führt. Zudem ist der Schinken unglaublich saftig. Er schmilzt fast auf der Zunge. Selbst Paco, der praktisch jeden Tag zum Schinken greift, ist immer wieder angetan. Und hier haben wir nun unsere Meeresfrüchte. Diese nennt man Heuschreckenkrebs. Sehr lecker. Der Geschmack ist unvergleichlich. Bezaubernd, nicht wahr? Die sehen doch toll aus. Und man findet sie hauptsächlich in Malaga. Paco präsentiert stolz die komplette Palette aus Neptuns Reich. Jedes Produkt hier ist ein echter Leckerbissen. Fast alle Fische und Meeresfrüchte kommen aus lokalen Gewässern. Das ist auch das typische Markenzeichen des El Pimpi. Regionale Küche mit regionalen Produkten. Die Speisekarte ändert sich kaum. Wozu auch? Das Lokal ist praktisch jeden Tag ausgebucht. Und nirgendwo sonst bekommt man diese Meeresspezialitäten und vor allem auch Raritäten. Eine von ihnen ist auf der Platte fast zu übersehen. Hier haben wir eine besondere Rarität. Dieser Fisch hier, man möchte glauben, es wäre ein Babyfisch oder eine Fischlarve. Ganz im Gegenteil, dieser Fisch ist komplett ausgewachsen. Der wächst nicht mehr und ist eine echte Spezialität hier in Malaga. Spätestens jetzt erschließt sich, warum das El Pimpi nicht nur zu den namhaftesten Lokalen in Andalusien, sondern in ganz Spanien zählt. Das sind Rosinen aus Malaga. Selbstverständlich gibt es sehr viele Rosinen, aber diese hier sind ganz besonders. Man nennt sie Muscatella-Trauben und sie kommen aus Alejandría. Womit wir wohl beim bekanntesten Produkt aus der Stadt wären, dem Malaga-Eis. Die Rezeptur ist über 150 Jahre alt. Ursprünglich war das Eis eine Art Weincreme mit Weintrauben. Zum Schluss kommt im El Pimpi noch die Akrobatik ins Spiel. Der Wein wird mit Stil und Bewegung eines Stierkämpfers ins Glas eingegossen. Eindrücke, die gewiss lange in Erinnerung bleiben. Doch auch an Bord der AIDA zieht man alle Register, dem Motto einer kulinarischen Seefahrt gerecht zu werden. Dem Geschmack auf der Zunge folgt der Genuss auf der Haut. Papayas, Mangos und andere exotische Früchte werden mit viel Anmut und Grazie aufgetragen. Sanus per frutas. Ob das leckere Obstarrangement neben tiefen Entspannung auch ewige Jugend und Schönheit verleiht, konnte noch nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Inzwischen nimmt das Schiff Kurs auf die marokkanische Küste. Tangier soll unsere zweite Station sein.
Während die meisten Gäste noch schlummern und vom saftigen Schinken im El Pimpi träumen, manövriert der Kapitän das Schiff in den Hafen hinein. Höchste Konzentration wird hier von der gesamten Crew auf der Brücke abverlangt. Ihm zur Seite steht immer ein Lotse. Er kennt jeden Meter im Hafenbecken. Dank Hightech und seemännischer Erfahrung legt die AIDA Mar mit den ersten Sonnenstrahlen direkt vor der Altstadt am Dock an. Durch seine exponierte Lage in der Straße zu Gibraltar ist Tangier natürlich auch durch seinen Hafen und den damit verbundenen Handel geprägt. Tangier kann auf eine bewegte Geschichte mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen zurückblicken. Die Karthager hinterließen hier ebenso ihre Spuren wie die Römer und später die Spanier, Portugiesen und Engländer. Dieser multikulturelle Einfluss spiegelt sich nicht nur auf den Märkten, sondern auch in den Menschen wider. Viele von ihnen sind mehrsprachig aufgewachsen, was für ein Verkaufsgespräch durchaus förderlich ist. Hier zum Beispiel haben wir ein wunderbares Heilkraut bei Magen- oder Verdauungsbeschwerden. Als Tee zubereitet wirkt es unglaublich entspannend, wohltuend und beruhigend. Die Vielfalt an Gewürzen, Heilkräutern, aber auch selbst hergestellten Produkten kennt kaum Grenzen. Hier haben wir eine Olivenpaste, die nehmen wir zur Reinigung und Pflege der Haut. Viele Frauen cremen sich nach der Dusche oder dem Bad damit ein. Das macht die Haut geschmeidig und riecht auch sehr natürlich. Ja, und hier geht die Pflege und Kosmetik für die Frau gleich weiter. Das hier ist eine Paste mit Rosenblüten. Wenn man sie befeuchtet, kann man sie als Lippenstift hernehmen. Absolut Natur pur. Mit reichlich Naturschönheit im Gepäck geht es in das Herz von Tangier, den Souk. Endlos erscheinen die zahlreichen Gassen, Straßen und kleinen Wege in der Altstadt. Alle Wege aber scheinen in die große Markthalle zu führen. Der Platz gleicht einem Ameisenhaufen. Von allen Seiten brüllen die Händler ihre Gebote in die alte Halle. Ein Stimmengewirr wird zur Komposition. Willkommen im Orient. Das Erlebnis Einkauf bekommt hier zwischen Olivenständen, Fischhändlern und Bäckern eine völlig neue Bedeutung. Schließlich schlendern wir noch an einem Geschäft mit einem typischen Produkt Marokkos vorbei. Die Tagine, ein Kochtopf aus Ton, vergleichbar mit unserem Römertopf. In ihr wird auch das gleichnamige Fleischgericht zubereitet. Tagine, eine echte marokkanische Spezialität. Mit beeindruckenden Bildern in einer pulsierenden und sichtlich lebensfrohen Stadt kehren wir an Bord zurück. Wir drehen die Erdkugel kurz auf die andere Seite und landen in Japan. Unsere kulinarische Seefahrt zeigt sich international. Deshalb darf ein Meister am Messer aus Fernost nicht fehlen. Angeblich gibt es über 1000 verschiedene Häppchen, Muster und Kreationen, die mit erstaunlicher Fingerfertigkeit und Schnitttechnik zubereitet werden können. Gezählt hat sie wohl noch niemand. Der Begriff Kochen ist angesichts dieser Trapeznummer mit Händen und Messer verfehlt. Es ist vielmehr Kunst am Produkt, eingebettet in eine Kultur, die mit einer gewissen Hochachtung und Würde die Kulinarik interpretiert. Die Fingerfertigkeit des Sushi-Meisters und die Anspannung in den Augen des Gastes sind Teil des Spiels. Kunst am Gaumen. Ein neuer Tag mit neuen Entdeckungen wartet auf uns. Wir sind wieder zurück in Spanien, diesmal auf der Atlantikseite Andalusiens in Cadiz. Mit dem Einlaufen erwacht die Stadt aus ihren Träumen. Ein kleines blaues Wunder. Cadiz zählt zu den ältesten Städten Westeuropas. Dies liegt gewiss auch an ihrer Lage, wodurch sie als Handelsplatz ebenso prädestiniert war wie auch als Militärstützpunkt. Rund 1100 Jahre vor Christi wurde Cadiz bereits erwähnt. Viele Bauten in der Stadt sind Zeugen alter und jüngerer Geschichte. Heute macht Cadiz in erster Linie als Touristenmagnet von sich reden. Und dies beruht gewiss auch auf den zahlreichen Leckereien, auf die man insbesondere rund um die Markthalle trifft. Hier hat auch José seinen Stand. Er verkauft herzhafte Chuarias, eine Art Dampfnudel oder Schmalzgebäck, das in heißem Fett aufgebacken und dann sofort warm gegessen wird.
Ganz wichtig bei unseren leckeren Churrerias sind natürlich die Zutaten. Der Teig besteht aus Eiern, Milch, Mehl, Salz, Hefe und Wasser. Das sind die typischen Zutaten für unser herrliches Schmalzgebäck. Ganz natürlich und lecker. Und frisch aus dem Fett schmecken sie natürlich am besten. Und in der Tat ist diese Mischung aus Schmalznudel und Pommes nicht gerade als Diät geeignet. Nach einigen Stücken ist man auch schon satt. Wie alle guten Dinge sind auch diese Leckerbissen echte Kalorienbomben. Aber zum Kaffee ein wahrer Genuss. Das Spritzgebäck war nur der Aperitif. Jetzt kommt das echte Highlight. In der frisch renovierten Markthalle werden die besonderen Schätze von Cadiz zum Kauf angeboten. Hier haben wir unsere berühmten andalusischen Würste nach Malaga-Art. Die wurden 4 Wochen geräuchert und an der Luft getrocknet, sind herzhaft im Biss und wirklich sehr aromatisch. Mit Knoblauch, Thymian und reichlich Chili. Die Spezialitäten sind weit über die Grenzen hinaus bekannt. Kein Wunder also, dass auch die Schiffsköche den Landausflug für einen ergiebigen Einkauf nutzen. Gerade bei Speck und Schinken sind die Produkte aus Andalusien fast unschlagbar. Gourmet-Experte Günter Kroak weiß warum. Dieser Peyota-Schinken, also richtig mit Eichelmast eben gefüttert. Und wie gesagt, der reift normalerweise eben bis zu 36 Monate. Ja, der wird also eigentlich relativ kurz eingesalzen, richtig, aber mit Meersalz richtig eingebackt. Und dann wird das Meersalz abgerieben und dann wird er eben dann aufgehängt. Ja, man sagt, gerade hier in der Gegend oder in der Gegend von Extremadura, da gibt es das beste Klima dafür. Also auch der vom Luftzug her und so weiter. Bei uns daheim könnte man den gar nicht ohne Reifekammern gar nicht herstellen, weil unser Klima dafür gar nicht passen würde. In der Halle drängen sich die Kunden bereits um die Stände. Die Spanier lieben Fisch und hier ist er von besonderer Güte. Klar, dass sich die Händler über große Nachfrage freuen. Sie haben alle Hände voll zu tun. Neben den Klassikern werden aber auch echte Raritäten verkauft. Und trotz des bunten Treibens bleibt immer noch Zeit für einen kleinen Plausch. Hier in Andalusien haben wir eine wirklich reiche Auswahl an Fischarten. Das Meer liegt ja praktisch vor unserer Haustüre. Wir fangen hier hauptsächlich Seeteufel, Doraden, Thunfisch, aber natürlich auch Riesengarnelen. Oder einen wie diesen hier. Der ist gegrillt, ganz vorzüglich. Da schmeckt man noch richtig die Tiefen des Meeres heraus. Das ist wirklich Natur pur. Die kommen aus keiner Fischzucht, sondern aus dem offenen, weiten Meer. Das wird immer seltener. Die meisten Fische kommen aus der Zucht. Wir verkaufen noch echten Fisch aus dem Atlantik. Und das schmeckt man auch. Man schmeckt, was die Fische essen. Auch Günter Kroak ist ganz in seinem Element. Ja, das sieht man mal jetzt in den Seeteufel, wie er ohne Haut ausschaut. Der Fischmarkt von Cadiz zählt zu den namhaftesten in ganz Spanien. Das liegt nicht nur an der Ware, sondern auch an der Kompetenz ihrer Verkäufer. Sie wissen zu jedem Produkt eine kleine Anekdote zu erzählen. Der Plausch am Stand gehört einfach dazu. Ah, muy bien. Sí. Sí. Vale, vale. Ah, muy bien. Also es ist ganz interessant, was er gerade erzählt hat, weil ich kenne die auch nur unter dem Namen Carabinero. Er sagt aber, Carabineros heißen sie auch da hier, so umgangssprachlich. Carabinero heißen auch die Polizisten teilweise. Aber eigentlich heißen sie Brillante, das ist der richtige Name. Sagt er, weil sie relativ tief abtauchen und dann wie leuchten. Durch die rote Farbe, die ist auch wahrscheinlich etwas fluoreszierend. Und deswegen heißen sie normalerweise richtig Brillante. Namen habe ich selber noch nie gehört. Aber ganz interessant noch der zweite populäre Name, den sie hier sagen. Die sagen auch Chorizo dazu. Die Köche bringen nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch reichlich Fisch und Meeresfrüchte mit an Bord. Gerade für das Gourmet-Restaurant kommen die Ausflüge in die Speisekammer Andalusiens gerade recht. So ist Abwechslung garantiert. Zurück an Bord wird bereits fleißig gearbeitet. Das Team um Chefkoch Stefan Barnhusen verfolgt hier als Top-Restaurant auch eine ganz klare Philosophie. Ja, die Philosophie ist eigentlich die, dass wir eigentlich generell immer versuchen, auf die Märkte zu gehen und nochmal die zusätzlichen Produkte einkaufen. So wie heute zum Beispiel den Seeteufel. Das versuche ich eigentlich immer relativ saisonal einzuarbeiten. Die Vielfalt und auch Exotik der einzelnen Destinationen während der Seereise soll sich letztlich auch auf dem Teller widerspiegeln. Also hier sieht man ganz klar, wir befinden uns heute in Spanien. Ja, das heißt, man versucht die Regionalität auf den Teller zu bringen, dass wir quasi jedes Mal, egal wo wir sind, dass wir relativ regional kochen. Das heißt, hier
mit dem Parmesanschaum, Chorizo-Jus, ein bisschen Roséteufel frisch auf dem Markt eingekauft. Das versuche ich eigentlich jedes Mal zu machen. So ist es kein Einzelfall, dass die Köche am Morgen noch nicht wissen, was am Abend in der Pfanne brutzelt. Oft kommt erst beim Gang über den Markt die zündende Idee. Der Gast jedoch kann sich bewusst sein, dass nur erlesene und feinste Speisen im Rossini verarbeitet werden. Die kulinarischen und emotionalen Erlebnisse des Landausfluges werden am Abend im Restaurant mit einem landestypischen Gericht noch einmal gebündelt und neu inszeniert. Eine Gourmet-Oper auf hoher See. Wir verlassen die spanischen Gewässer und nehmen Kurs auf die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Einer der Höhepunkte auf unserer Reise. Selbst die Einfahrt über den Teixo und die Unterquerung der berühmten Ponte Mendicinco de Abril, Brücke des 25. April, ist ein erhabenes Gefühl. Mit knapp 2300 Metern ist sie die zweitlängste Hängebrücke weltweit. Sie ist nicht nur für Autos, sondern auch Züge die wichtigste Verkehrsader der Metropole und verbindet die beiden Stadtteile Alcântara und Almada. Lissabon ist nicht nur das politische und wirtschaftliche Zentrum Portugals, sondern auch kulturell der Hotspot des Landes. Zahlreiche Bauwerke verkörpern die einzelnen Epochen. Von der römischen Herrschaft über die glorreiche Kolonialzeit, über die spanische Besetzung bis hin zur ersten portugiesischen Republik. Ein Relikt vergangener Zeiten rattert auch heute noch durch die Altstadt, die berühmte Straßenbahn. Gerade Touristen springen gerne auf die Bahn auf, um Lissabon im frischen Fahrtwind zu erleben. Unweit der Burganlage Castelo São Jorge trifft man in einem Hinterhof auf ein kulinarisches Juwel mit einer eindrucksvollen Geschichte. Das Chapito à Mesa. Hier befindet sich nicht nur eines der besten Restaurants der Stadt, sondern auch eine der letzten Zirkusschulen Europas. Diese Mischung aus Kunst, Akrobatik und letztlich auch kulinarischer Manege macht diesen Ort so speziell. Doch es gibt noch eine weitere, sehr erstaunliche Geschichte, die uns der Besitzer Felipe Lagoste erzählt. Das Chapito hat eine lange, sehr lange und vor allem abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Aber sicher auch noch vor sich. Vor 50 Jahren noch war das Gebäude hier ein Frauengefängnis. Dann hat man es aufgelöst, es wurde zu klein. Später sind hier dann Kleinkünstler eingezogen. Und hieraus hat sich dann Westeuropas beste Zirkusschule entwickelt. Artisten und Akrobaten aus ganz Europa kommen hierher, um die erste Zirkusluft zu schnuppern. Inzwischen arbeiten einige Absolventen auch bei Cirque du Soleil. Viele von ihnen treten weltweit in Zirkusunternehmen auf. Naja, und anfangs haben wir nur die Schüler bzw. Gäste der kleinen Aufführungen bekocht und betreut. Und hieraus ist dann dieses herrliche Restaurant mit dem schönen Ausblick entstanden. Das hier ist ein kleiner Mikrokosmos. Und mit jedem neuen Schüler wird nicht nur die Schule, sondern auch das Restaurant inspiriert. Wir sind hier ständig im Wandel und das macht es ja auch so spannend. Sicher hat sich die Zirkusschule und das Restaurant in ganz Europa herumgesprochen und es kommen jetzt auch viele Touristen. Aber wir haben immer unseren Charme bewahrt und sehen uns bis heute als Künstler auf dem Trapez, ebenso wie auch in der Küche. Und das schmeckt man auch. Die Gerichte sind bewusst einfach gehalten. Man sieht sich nach wie vor nicht nur als Restaurant, sondern vor allem auch als Kantine für die Zirkusschüler. Das heißt, einfach, lecker, gut und günstig. Auf den Tisch kommt Hausmannskost, aber auf höchstem Trapezniveau gekocht und zubereitet. Es ist kein Konzept, sondern eine Philosophie. Sie müssen sich das so vorstellen, dass hier ursprünglich in erster Linie Schüler, Lehrer und deren Bekannte gegessen haben. Die wiederum haben dann ihre Freunde mitgebracht und so ist über die Jahre hier ein kleines Restaurant mit typisch portugiesischen Gerichten entstanden. Erst mit der Zeit haben wir dann auch eine Speisekarte entwickelt. Am Anfang wurde das gegessen, was auf den Tisch kam. Aber an dieser einfachen und gesunden sowie regionalen Kost nach echten Hausrezepten haben wir nichts geändert. Und hieran wird sich auch nichts ändern. Wir sind eine Schulküche, in der es vielleicht etwas besser schmeckt als gewöhnlich. Da sind wir auch ganz stolz darauf. Natürlich geht das Chapito mit der Zeit. Inzwischen werden auch Weine gereicht, aber auch hier bleibt man sich treu.
Ausgeschenkt werden ausschließlich Weine aus der näheren Region. Und man ist überrascht, dass gerade hier in Portugal ein Weißwein den Geschmack besonders trifft. Ja klar, verbindet man Portugal in erster Linie mit Rotwein bzw. dem bekannten Portwein. Das wird auch immer so bleiben, denn schließlich ist dieser Wein ein Massenprodukt. Die meisten Weingüter Portugals sind auf Rotwein ausgelegt und diese Weine werden ja auch in erster Linie exportiert. Aber gerade kleine Winzer, die noch die Möglichkeit haben, zu experimentieren und zu testen, versuchen sich an Weißwein. Und das Ergebnis ist doch sehr erstaunlich. Sie sind frisch, herb und besonders leicht. Das sind keine Exportweine. Nein, diese Weine werden ausschließlich für den heimischen Markt hergestellt, wie zum Beispiel hier für unser kleines Restaurant. Man muss also schon nach Portugal kommen, um diese Delikatesse zu probieren. Oder am besten gleich ins Chapito mit dem wohl schönsten Ausblick auf die Stadt. Und unser Schiff. Dort setzen wir unsere kulinarische Seereise fort. An Bord bereiten sich der Fleischexperte Stefan Otto und Günther Kroak auf einen besonderen Workshop vor. Fleischeslust. Fleischgenuss ist in die Kritik geraten. Das wollen die beiden wieder mit guten Argumenten revidieren. Stefan Otto ist Fleischsommelier. Was für ein Wissen hat ein Fleischsommelier? Natürlich wird dort einem beigebracht, hier, wie wird Fleisch zubereitet. Man gewinnt Einblicke in das Metzgereihandwerk, die ganze kulturhistorische Geschichte von Fleisch über ernährungswissenschaftliche Hintergründe. Das alles wird einem zum Thema Fleisch dort beigebracht. Und dieses Wissen will Stefan Otto an die Genießer weitergeben. Zum einen theoretisch, aber dann auch ganz praxisnah. Sehen, riechen, fühlen, schmecken. Fleisch als Erlebnis, Fleisch als exklusiver Genuss zwischen Zunge und Gaumen. Den Gästen hier an Bord will ich in erster Linie Genusserlebnisse mitgeben. Ja, und was sind Genusserlebnisse? Genusserlebnisse sind in diesem Fall kulinarische Erfahrungen, an die sich die Gäste vielleicht ihr ganzes Leben noch zurückerinnern können. Und das wollen wir dadurch schaffen, indem wir A, den Gast sensibilisieren für das, was er dort isst, und ganz verschiedene Geschmäcker auch präsentieren. Denn Fleisch ist nicht gleich Fleisch, sondern kann ganz unterschiedlich schmecken. Nun ja, für diese Weisheit benötigt man keinen Fleischsommelier. Dennoch bemüht sich Stefan Otto, den Gästen das Bewusstsein für das Produkt und die Wertigkeit für das Lebewesen zu stärken und zu schärfen. Diese Philosophie setzt sich schließlich auch in der Zubereitung fort. Wenn ich dann einmal so ein perfekt gereiftes Stück Fleisch habe, ist meine Empfehlung, nur mit Salz und Pfeffer arbeiten, vielleicht sogar nur mit Salz, ja, und auf sämtliche Mittel, die den Eigengeschmack des Fleisches verändern können, überlagern können, zu verzichten. Stefan Otto verfolgt bei seinen Kursen eine ganz klare Botschaft. Im Endeffekt ist unsere zentrale Botschaft, esst weniger Fleisch, aber dafür Gutes. Der menschliche Körper braucht nicht jeden Tag Fleisch essen. Dieses Bewusstsein scheint Früchte zu tragen. Immer mehr Menschen verzichten öfter auf Fleisch und ernähren sich vegetarisch. Wir setzen unsere Gourmet-Kreuzfahrt fort und nehmen Kurs auf die nordspanische Stadt Ferrol. Im Gegensatz zu Andalusien oder der Costa Brava führt der Norden Spaniens eher ein Schattendasein. Die Region ist wirtschaftlich gebeutelt. Dabei hat die Stadt durchaus pittoresken Charme und auch Potenzial, spannende Geschichten zu erzählen. Der Diktator Francisco Franco wurde hier geboren, wodurch der Ort aber auch einen etwas zweifelhaften Ruf erhielt. Eines jedoch hat die Stadt mit ganz Spanien gemeinsam. Beliebtester Treffpunkt ist die Markthalle. Man ist ganz stolz auf die Speisekammer, wurde sie doch vor kurzem erst renoviert. Hier werden alle wichtigen Neuigkeiten ausgetauscht und natürlich auch leckerer Fisch eingekauft. Ein wichtiger Anlaufpunkt ist hierbei der Fischstand von Maria Sanchez.
Ich arbeite schon seit über 20 Jahren in dieser Halle. Ich liebe diesen Beruf und bin von Herzen Fischverkäuferin. Die Halle wurde vor kurzem renoviert und ist einer der wichtigsten Standorte in Ferrol. Ich habe schon immer Kabeljau verkauft. Gerade in Salz schmeckt der vorzüglich. Der Kabeljau hat bei uns eine unglaublich lange Tradition und ist für uns Spanier auch einer der begehrtesten Fische. Deswegen haben wir auch unzählige Rezepte, ihn zuzubereiten. Ihre Spezialität ist in Salz eingelegter und getrockneter Kabeljau. Es ist ganz wichtig, dass man den Fisch richtig schneidet. Wie beim Fleisch gibt es auch beim Fisch unterschiedliche Wertigkeiten bei den Stücken. Dieses hier eignet sich hervorragend zum Braten. Und diese kleineren sind vorzüglich als Basis für eine Fischsuppe. Die Ferroller lieben Fisch, deshalb kommt er praktisch täglich auf den Tisch. Klar, dass die Auswahl mehr als reichlich ist. Gespart wird hier an vielem, aber bestimmt nicht am Essen, erzählt uns auch Verkäufer José. Dieser Markt ist der älteste und sicher auch der schönste der Stadt. Er ist schon über 150 Jahre alt und wurde vor kurzem renoviert. Ja, wir hier in Ferrol sind stolz auf diesen Fischmarkt. Hier pulsiert das Leben. Es ist wichtig für uns, denn er stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl in diesen für uns schlechten Zeiten. Aber es ist auch wichtig zu sagen, die Leute lieben ihren Fisch und verzichten dann lieber auf andere Dinge. Der Markt ist auch wichtiger Treffpunkt für Freunde und Bekannte. Deshalb ist diese Halle für diese Stadt enorm wichtig. Sie ist die Lebensader. José arbeitet hier auch schon seit über 15 Jahren. Er hat den Stand von seinem Vater geerbt und ist daher sehr stolz, die lange Tradition fortzuführen. Wir verkaufen hier nicht nur den Fisch. Die Leute kommen her, um sich beraten zu lassen. Es ist wie ein kleiner Marktplatz. Probieren, einkaufen, lachen, tratschen und sich am Leben erfreuen. Das ist typisch für unsere Region. Aber natürlich auch gut für das Geschäft. Redet man länger mit den Leuten, bleiben sie hier länger stehen und kaufen dann natürlich auch mehr ein. José versteht sein Handwerk. Ebenso wie Georgina. Sie plaudert ebenfalls gerne mit ihren Kunden, hauptsächlich über ihre ausgefallenen Krebse und Muscheln. Das hier sind ganz besonders schmackhafte Krebse. Sie sind auch relativ selten und gar nicht so einfach zu fangen. Aber das Fleisch ist sehr zart und unglaublich lecker. Aber Georgina hat noch weitere echte Schätze im Verkauf. Das hier ist ein Hummer aus dem Atlantik, so wie wir ihn kennen und lieben. Ein echter Prachtkerl und gewiss einer der köstlichsten Speisen, die das Meer zu bieten hat. Je nach Gewicht ist er in wenigen Minuten zubereitet. Einfach herrlich. Der Fang der nächsten Spezialität wird zu einem richtigen Abenteuer. Das hier sind so eine Art Miesmuscheln, jedoch weitaus seltener. Das Besondere daran ist, dass man sie von sehr großen Meerestiefen an Felswänden herauskratzen muss. Das ist sehr, sehr anstrengend und auch nicht ungefährlich, da man mit ungeheurer Kraft die Muscheln vom Stein lösen muss. Man versucht daher, die Muscheln immer bei Ebbe zu ernten. Dann ist das Wasser auch nicht so wild und man muss natürlich nicht so tief tauchen. Durch den Aufwand sind die Muscheln zwar nicht ganz billig, aber sie schmecken wirklich sehr köstlich. Da lohnt sich der Einsatz unter Wasser. Sie sehen also, vor dem Geschmack kommt echtes Abenteuer. Jetzt wollen wir die Abenteuermuscheln auch mal probieren. Dazu reicht uns die Wirtin auch noch Schnecken und kleine Krebse. Alles direkt vom Markt gegenüber. Frischer geht es wirklich nicht. Ferrol entwickelt sich gerade durch seine Meeresspezialitäten zum absoluten Geheimtipp unter Feinschmeckern. Zurück an Bord wollen wir die italienischen Momente testen. Der Schinken hat es uns hier besonders angetan. Man kann den Versuchungen auf unserer Kreuzfahrt der Sinne kaum entgehen. Ein herrlicher Anblick, echter Parmaschinken frisch geschnitten. Über 20 dieser leckeren Schlegel werden hier im Monat verzehrt. Eine Station weiter wird schon der Pizzateig ausgerollt. Obwohl wir uns auf einem Schiff mit über 2000 Gästen befinden, hat man das Gefühl, in einer kleinen Trattoria am Pizzaofen zu stehen. Spaghetti, Tortellini, Macaroni und natürlich Fleisch in allen Sorten. Italienisch essen heißt nicht nur Bella Italia, sondern auch Bella Vita. Dem Bella Donna ist auch ein großzügiges Terrassendeck angeschlossen. Über 200 Menschen haben hier Platz zu dinieren. Gerade bei Sonnenschein ein idealer Ort, italienische Spezialitäten mit einem Hauch frischer Seeluft zu speisen.
Das ist die Kreuzfahrt der Sinne. Wir freuen uns derweil schon auf unsere nächste Anlaufstation. Unser Schiff nimmt Kurs auf die französische Atlantikküste. Unser Ziel, die Normandie, mit der berühmten Hafenstadt Le Havre. Hier liegt aber auch die Wiege des Impressionismus. Der wohl berühmteste Sohn der Stadt, Claude Monet, hat die Stilrichtung in seinen Werken mitbegründet. Einige Motive kann man noch heute besichtigen, wie zum Beispiel die Hafeneinfahrt. Monet war aber nicht nur an der Staffelei ein Meister, nein, auch in der Küche wusste er zu brillieren. Auf seinem Landsitz schrieb Monet sogar ein eigenes Rezeptbuch, dessen Gerichte seit einiger Zeit von Régine Bourdin in einem Kochkurs nachgekocht werden können. Also heute kochen wir ein typisches Menü von Claude Monet. Zum einen die bekannten französischen Parfaits mit Käse und dann machen wir noch Putenbrust mit Calvados. Claude Monet hat auch bei seinen kulinarischen Werken nichts dem Zufall überlassen und sogar einen eigenen Kräuter- und Gemüsegarten angelegt, damit er seine Rezepturen auch sofort ausprobieren konnte. Fast 100 Rezepte wurden zwischenzeitlich gesammelt und zusammengefasst. So, jetzt starten wir mit unserem leckeren Putengericht. Das ist eines der Lieblingsrezepte von Claude Monet. Das hat sein Koch fast jedes Wochenende für ihn und seine besten Freunde zubereitet. Es war große Tradition im Hause Monet, jede Woche Gäste zum Essen einzuladen. Claude Monet legte größten Wert auf einfache und gesunde Küche. Wer aber glaubt, er hätte selbst zum Kochlöffel und Messer gegriffen, der irrt. Monet hat nur die Rezepte entwickelt und geschrieben. Gekocht hat das Personal. Für die Putenbrust benötigen wir sehr viel Butter und dann noch ein bisschen Öl, damit das Fleisch nicht zu dunkel anbrät. Régine Bourdin hat sich jahrelang nicht nur mit der Küche, sondern auch mit Leben und Person von Claude Monet auseinandergesetzt. Für sie ist es wichtig, auch die Persönlichkeit des Malers mit in seine Gerichte und Rezepte einzubringen. Schließlich steckt hinter jeder Speise auch eine Philosophie. So, und nun geben wir die geschnittenen Zwiebeln in die Pfanne. Rühren Sie kräftig durch und jetzt kommt der Clou. Wir geben noch etwas kräftigen Speck dazu. Damit die Putenbrüste noch an Würze und Geschmack gewinnen, gibt Madame Bourdin noch etwas geräucherten Schinken dazu. Monet liebte herzhafte und deftige Speisen und er bevorzugte die Kombination unterschiedlicher Fleischsorten. Claude Monet hat die Zutaten nie genau abgemessen. Er war vielmehr ein Mann des Gefühls und hat nach Gespür die Gerichte zubereitet. So hat er natürlich auch den Calvados vorher nicht im Messbecher abgemessen, sondern nach Herzenslust in die Pfanne geschüttet. Spätestens beim Flambieren der Putenstücke erkennt man wieder den Künstler im Koch. Claude Monet liebte das Spektakel. Sehen Sie, das ist echter Impressionismus in der Pfanne. Einfach köstlich. Zum Schluss wird das Gericht noch gewürzt und mit Sahne aufgekocht. Fertig ist das Putengeschnetzelte à la Claude Monet. Oh la la! Das sind Artischocken. Die füllen wir mit Käse und hier geben wir noch etwas Sahne dazu. Claude Monet war im Übrigen der Erste, der die Artischocken zum einen als Blumen im Garten züchtete, aber sie dann auch als leckere Speise in der Küche zubereitet hat. Er liebte die Pflanze als dekorative Blume, aber auch als Delikatesse. Claude Monet war insbesondere bekannt für seine kreativen und vielfältigen Vorspeisen. Schnell sollte es gehen, denn er hatte pro Mahlzeit oft bis zu 7 Gänge vorbereitet. In Frankreich allerdings nichts Ungewöhnliches. Und hier kommt unser schönes Käseparfait à la Claude Monet. Und so hat Claude Monet schließlich gespeist, fürstlich und opulent. Im Hause Claude Monet war es große Tradition, stets mittags zu essen. Das hatte insbesondere einen Grund, da es in den späten Abendstunden oftmals zu gefährlich war, den Heimweg anzutreten. Zudem liebte es Monsieur Monet, sich nach dem Mittagessen mit seinen Gästen etwas die Beine zu vertreten. Hierbei zeigte er voller Stolz, wie prachtvoll Blumen und Kräuter gedeihen. Und hier kommt unsere Putenbrust à la Claude Monet. Seine Bilder sind gewiss unbezahlbar.
Seine feinen Gerichte jedoch für jedermann erschwinglich und kochbar. Die Kunst von Claude Monet für den Gaumen. Zurück auf dem Schiff beobachten wir frühmorgens den Braumeister bei seiner Arbeit. Ja, an Bord gibt es auch eine Brauerei. Und hier wird fast täglich ein neuer Sud angesetzt. Und Torben Lösch löscht den Durst an Bord. Ja, der größte Unterschied ist natürlich, dass wir hier auf dem Schiff mit Meerwasser brauen. Zweiter Unterschied ist, wir müssen auf die Schiffsschwankungen Acht geben. Gerade hier ist ein sehr wichtiger Prozess, das Läutern. Wenn es hier zu Schwankungen kommt, gibt es öfter mal Probleme. Aber die hat der urige Torben auch fest im Griff. Mit einer Bierruhe bedient er die Hightech-Anlage. Selbst bei hoher See muss der Gast auf sein echtes Meerwasserbier nicht verzichten. Torben ist Bayer und die haben ja das Brauen im Blut. Ja, wir holen uns das Meerwasser hier über eine Pumpe aus dem Meer. An Land kommt das Ganze aus einer tiefen Quelle. Hier ist es ein bisschen aufwendiger herzustellen. Meerwasser ist ein sehr, sehr gutes Wasser, keimfrei, ohne Bakterien. Wir brauen hier damit, ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir ziehen das Meerwasser über eine Pumpe an, fahren das über eine Umkehrosmoseanlage. Ist ein ganz einfaches Prinzip. Meerwasser wird angesaugt, wir fahren das über eine durch eine halbdurchlässige Membran und kommen auf dieser Seite komplett entsalzt raus. Wir haben danach ein destilliertes Wasser und können dann je nach Berechnung Calcium und Magnesium, also Salz, wieder zuführen. Hört sich kompliziert an, schmeckt aber trotzdem vorzüglich. Unser Schiff steuert zwischenzeitlich in den Englischen Kanal. Wir sind in Sichtweite der Kreidefelsen von Dover, unsere vorletzte Station. Das ist die britische Antwort auf die Currywurst. Das sind Fish and Chips mit Erbsensoße. Ja, Sie haben richtig gehört. Fish and Chips mit Erbsensoße. Willkommen in England. Genauer gesagt in Dover, am südlichen Zipfel der Insel gelegen. Die eigentliche Attraktion der verschlafenen Hafenstadt sind nicht etwa Kreidefelsen, sondern vielmehr Luigi's Fish and Chips in der Castle Street. Nicht Pizza oder Pasta, nein, Fischfilets und Kartoffelscheiben werden hier seit Jahrzehnten mit italienischem Temperament in heißem Fett gebadet. Und das hat auch seinen Grund. Die Geschichte von Fish and Chips begann vor 150 Jahren im Norden Englands in Leeds. Man hat damals die Fischreste einfach hergeschenkt. Und als die Italiener nach England einwanderten, sahen sie darin eine Möglichkeit, ein gutes Geschäftsmodell aufzubauen. Aber nicht nur ein Geschäft, um Essen zu verkaufen, sondern auch ihre Leidenschaft für Kochen und gute Produkte einzubringen. Einfach kochen mit Herz. Und mit Herzblut ist die ganze Familie dabei. Onkel Bruno Leone bereitet jeden Morgen frisch die Chips vor. Hier kommt nichts aus der Tüte. Alles wird selbst gemacht. Dabei hilft ihm eine Schälmaschine, wenngleich er jede Kartoffel danach nochmal per Hand bearbeiten muss. Anschließend werden die Kartoffeln zerkleinert und die Stücke gewaschen. Währenddessen filetiert der Chef des Hauses, Papa Leone, den Kabeljau. Im Gegensatz zu manchem deutschen Fischstäbchen kommt hier nur beste Qualität in die Fritteuse. In der Regel werden zwei Größen verkauft, Small und Large. Entsprechend schneidet Luigi auch die Stücke zu. Aus jedem Fisch holt er 20 Portionen heraus. Nach dem Zuschnitt wird dann die Panade aus Mehl, Bier und Öl angerührt. Paula ist im Hause Leone für die Soßen zuständig. Auch hier haben sie ihre jahrzehntealten Mischungen. Zu gerne würden sie neben Curry und Erbsen noch andere Soßen anrühren. Der Brite aber ist hier sehr eigensinnig und liebt keine geschmacklichen Experimente. Wir müssen wirklich schauen, dass es jeden Tag exakt das Gleiche gibt. Die Engländer wollen beim Essen keine Veränderung. Also jeden Tag Fish and Chips mit Curry und Erbsensoße, das ist Tradition und daran wird sich auch nichts ändern. Da versteht der Brite auch keinen Spaß. Fish and Chips sind heilig. Ein Grund, warum es in England praktisch keine Dönerbuden gibt. So, jetzt wird es heiß und fettig. Fish and Chips ist eine wichtige Kombination. Nur im Duo schmeckt es perfekt. Deshalb kommen sie auch gemeinsam ins heiße Fett. Das ist dann wie eine große Hochzeit. Doch nicht nur der Kabeljau darf heiraten. Auch andere Fische haben die Ehre, mit Kartoffeln baden zu gehen.
Also wir verkaufen hauptsächlich Kabeljau. Der ist typisch für Südengland. Im Norden wird vorwiegend Scholle, Schellfisch und Seelachs im Fish and Chips verzehrt. Das gibt es bei uns hier zwar auch, aber im Süden bestellen die Gäste hauptsächlich Kabeljau. Und daran wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nichts ändern. Als Luigi vor 45 Jahren zum ersten Mal von Fish and Chips mit Erbsensoße gehört hat, meinte er nur, die spinnen die Engländer. Wer kann so etwas essen? Heute zählt seine Imbissbude zu den ältesten und bekanntesten in ganz England. Austern. Keine andere Delikatesse birgt so viel Gefahrenpotenzial in sich, denn mit oder an ihr haben sich schon zahllose Feinschmecker verletzt. Johann Malm ist Meister, genauer gesagt Weltmeister im Austernknacken. Hier in Göteborg ist er zu Hause und arbeitet jeden Tag im Allerheiligsten, der Feste Kirke, zu Deutsch Fischkirche. Sie ist die beliebteste Pilgerstätte von Einheimischen und Touristen. Hi, Sir. Hallo, wollen Sie mal eine Auster probieren? Ist das Ihre erste Auster, ja? Okay. Dann starten wir mal mit einer kleinen Auster für Sie. Diese Austern hier kommen aus Frankreich und werden Dillardot genannt. Sie sind klassische Zuchtaustern. Der Unterschied zu unseren schwedischen Austern ist, dass sie zu 100% aus Meerwasser kommen und die französischen alle gezüchtet sind. Und das schmeckt man auch. Die schwedischen Austern tragen weitaus intensiver den typischen Meerwassergeschmack in sich. Johann lebt für die Austern. Seit über 15 Jahren knackt er sie nicht nur, sondern beschäftigt sich auch intensiv mit der Delikatesse. So kennt er jedes Detail. Also hier kann man sehr gut erkennen, wie alt die Auster höchstwahrscheinlich ist. Hier an der hellen Stelle sieht man das erste Lebensjahr der Auster. An dieser Linie sieht man das zweite Jahr. Also alle Linien zusammen schätze ich diese Auster auf 5 bis 6 Jahre. Und das ist auch das beste Alter, sie zu essen. Um den Leckerbissen ranken sich zahlreiche Mythen. Sie soll luststeigernde Wirkung haben, weshalb Casanova angeblich 50 am Tag verzehrt hat. Wie oft er sich dabei in den Finger geschnitten hat, ist jedoch nicht bekannt. Also, es gibt nur eine Stelle an der Auster, an der sie mit beiden Schalenseiten verbunden ist. Wir setzen die Mitte des Messers hier direkt am Verschluss an. Dann das Messer umgreifen und langsam hin und her ziehen, bis der Verschluss geknackt ist. Dann das Messer aufrichten, die restliche Umschalung öffnen und das Meerwasser abtropfen lassen. Alles etwas herauswischen, man kann die Öffnung etwas putzen, wenn notwendig. Und dann löst man die Auster vom Schalenboden. Aber woran erkennt man nach dem Öffnen, ob die Auster auch frisch und genießbar ist? Sie sollte mit Wasser gefüllt sein. Dann noch an den Austern riechen. Es sollte nach nichts anderem riechen als nach frischem Meerwasser. Sie können aber auch an einer Stelle etwas schmecken, um festzustellen, ob die Auster auch frisch und in Ordnung ist. Ja, und dann kann man die Auster richtig genießen. Mein Tipp ist, die Auster ganz pur zu essen. Es ist die beste Möglichkeit, den wahren Geschmack des Ozeans zu erleben. Johann weiß, wovon er spricht. Wer die Auster nicht ganz so fischig mag, greift zur Zitrone. Dadurch bekommt sie im Zusammenspiel einen frisch-herben Geschmack. Wer mehr Schärfe liebt, der würzt mit Tabasco nach. Gerade in den USA eine durchaus beliebte Variante.